Hallo liebe Handpuppenspielfreunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Heute habe ich für euch die kleine Jenny, die ich euch einmal vorstellen möchte. Die kleine Jenny ist eine 45er. Nein, das ist keine Waffe. In diesem Fall ist es eine 45 cm große Puppe von der Firma Mattes Spielprodukte bzw. Living Puppets. Die Besonderheit für großhändige Puppenspieler, so wie ich, ist, dass man mit seinen Händen noch gut in das Klappmaul reinkommt und so eben gerade in die bespielbaren Hände. Dann finde ich, charakterlich sieht sie so aus, als wenn sie frech sein kann, aber auch zugleich ein sehr liebes kleines Mädchen. Das spiegelt sich, finde ich, in ihrem Gesicht und auch in ihren Zöpfen wieder. Kleine Jenny hat zwei geflochtene Zöpfe. Oben in den Haaren sind an der Seite noch solche Blüten. Und an den Zopfenden sind nochmal Schleifen im Haar. Was ein bisschen auffällt, ist auf der Zopfrückseite, dass dort die Puppenbehaarung gänzlich fehlt. Das hätte man vielleicht ein wenig anders lösen können. Also hier ein kleiner Kritikpunkt. Dann weiter, Jenny hat eine bespielbare Zunge, ein geblümtes Oberteil und ein Kordkleid mit einer schönen Krone drauf. Und dann hat Jenny noch schicke Flipflops. Bei den Flipflops ist es so, dass sie unten mit Klettverschluss festgemacht sind. Und hier habe ich einen Kritikpunkt. Ihr seht es schon, dieser schwarze Streifen hier. Das ist der Klettverschluss, mit dem die Flipflops befestigt werden können. Hier hätte man, so finde ich, einen hautfarbigen Klettverschluss hinmachen können, beziehungsweise einen, der weniger auffällt. Denn wenn man die Puppe mal ohne Flipflops haben möchte und sie sitzt dann auf dem Schoß, dann stellt sich vielleicht die Frage, woher kommt dieser schwarze Streifen an Jennys Fuß? Woher kommt der? Und meine Antwort, beziehungsweise Jennys Antwort darauf war mal: Ich bin meinen Fahrradstreifen getreten. Also dieses Bremsreifen-Ding da. Genau, das hat sie dann gesagt und dann war die Sache auch gegessen. Und der geht nie wieder ab. Ja, schrecklich. Wie gesagt, es ist von mir ein Kritikpunkt. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, die diese Jenny haben und auch bespielen. Ansonsten ist die Puppe rundherum wieder ein super Produkt. Das Ganze soll 55 Euro kosten. Um die 55 Euro und ist in den handelsüblichen Handpuppenläden zu finden. Eventuell auch in eurer Stadt in einem Spielzeugladen. Müsst ihr mal nachfragen. Fragen kostet ja bekanntlich nichts. Und wenn ihr Fragen an mich habt oder Wünsche oder Anregungen, dürft ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Dann war es das für heute von Handpuppen unter der Lupe und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinklickt. Bis dann, ciao!